Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Part hier auf meinem Deutsch kann ich auch nicht mehr. Hier auf meinem wunderbaren Kanal. Verdammt, ich habe die Einleitung verkackt. Egal, ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Part hier auf 4014 Pokal. Ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Yes, dankeschön für das ganze positive Feedback und mit der Cam lasse ich erstmal so, weil oben in der Mitte wurde vorgeschlagen, ich weiß ja nicht ganz genau, wo es am besten hin soll. Ebenso hat Frozen ein Deck hineingeschrieben, in die Kommentare werde ich auch noch testen, aber heute habe ich was Geiles vor und zwar eine Zeitmaschine. Eine Zeitreise werden wir machen, nämlich zurück. Zurück in die Vergangenheit und dort gab es ein Deck. Ein Deck, was ultimativ overpowered war und einfach nur jeden komplett wegrasiert hat. Sehr hart gegen den Strich, mit so viel Benzin drüber gegossen. Fast schon ein ganzes Fass. Und zwar das entfesselte Dämon-Deck. Hier ist es. Ich hab's nachgebaut. Da ist es. Wenn wir ein bisschen schauen, die Kollegen ein bisschen upgraden, damit die ein bisschen stärker am Start sind, dann passt es auf jeden Fall. Erstmal gucken wir kurz, was wir hier alles hier haben. Es blinkt so viel. Wir fangen mal hier an. Ah. Hab ich was vergessen? Wir machen mal kurz den hier eben. Easy, gar kein Ding für den King. Letztes Mal, ja. Da hat es minimal gedauert. Ich weiß gar nicht, wieso. Scheinbar hat da jemand gescheatet. Ihr kennt das Spielchen. Aber bei mir, ach. Bei mir läuft der Hase. Rückwärts und bergab. Richtung Fuchs. Der wieder aufgefressen. Direkt. Junge. Was ist mit dir denn los? Gönnst du direkt erstmal den hier rein, oder was? Das gefällt mir nicht. So kurz den Heal hintergeklatscht. Dann läuft der Hase. So muss es sein. Sehr gut. So kurz Madame dahinter. Ja, hier kommt. Easy going. Gar kein Ding für den knackigen King. Oh, Flächenschaden am Start. Gar kein Ding. Mitte muss ich aufpassen. Überlebe, Madame, überlebe. Ja, schade. Sie hat es nicht gepackt. Warum hat sie es nicht gepackt? Da kommt ein Schlamm. Jo. Weißt du was? Ich habe auch einen Schlamm. Und zwar mitten hier noch am Start. So muss es sein. Da oben ein paar Probleme. Aber ja, der Skelettkönig, er kommt. Er kommt. Und er gönnt sich die Kollegen da oben. Da will er einfrieren. Warte. Getrollt. Aber war das fies. Ah, da brauchst du auch gar nicht mehr zurückwirbeln, weil das war's, mein Junge. Spund, das war's. So, Mitte machen wir jetzt kurz den hier. Das passt. Den brauchen wir gar nicht blitzen. Das reicht auf jeden Fall, wenn wir das so machen. Ah, interessant, interessant, interessant. Da kommt die Kombination. Oh, 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 oh. Jetzt geht's hier aber richtig los. Jetzt will er es wissen. Es reicht nicht. YOLO. Okay, Mitte aufpassen. Er hat ihn gebufft. Ja, scheißegal. Nächster Blitz. Tschüss. Ja, da kannst du ruhig dies, das, Ananas, Wurst. Da oben. Ja, nerv nicht rum, Kollege. Gar kein Problem. No fucking problem. Eklig. Eklig. Ziemlich eklig. Ich will auch noch freezen. Holy shit, Alter. Dieser Freeze ist sehr, sehr eklig. Den mache ich so weg. Das passt auf jeden Fall. Okay. Da kommt ein Schlemmlein. On the way. Ja, dieser Freeze ist eklig. Der ist so fucking eklig. Das gefällt mir gar nicht. So, das blitzen wir. Tschüss. Hau rein, Bro. Direkt wieder eingefroren. Ah, shit. So, kurz den rüber gelümmelt. Dann kommen wir mit dem hier von this side rüber gelümmelt. Diesen Kack nicht kaputt, ne? Dieser Eisgolem. Ich habe das Deck gebaut, wo es den Eisgolem noch nicht gab. Darf man nicht vergessen. So, kurz this side of love. Das passt. Ich hoffe, das packt er in der Mitte. Wow, das packt er gar nicht in der Mitte. Das war mir nicht bewusst. Ich habe ein paar Probleme. Ich habe ein paar Probleme, aber nur auf einer Lane. Eigentlich auf allen drei Lanes. Sieht gerade gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Wir können mit dem Drachen noch zurückwirbeln. Das bringt eh nichts mehr. Wir haben verloren in der Zeit. Reicht es? Nein. Also, ich will mich jetzt irgendwie nicht pushen oder so. Aber normalerweise ist das gar kein Problem. Diese ganzen Dinger hier. Meine vorgefertigten. Ich muss die Decks, glaube ich, alle überarbeiten. Darüber erstmal ein Schlückchen. Oh, ja, doch ein Schlückchen. Tee für euch, Jungs, Mädels. Also auf euch gegönnt. Sei es euch. Ich hoffe, ihr gönnt euch auch einen geilen Tee. Wie es sein muss. Denn Tee beruhigt die Sinne. Sieh, gleich ein 15er. Bleh. Bleh. Übertreib doch nicht. Junge. So, kurz den dahinter. Das passt auf jeden Fall. Nee, kein Bock. So, kurz geblitzt. Da war ein bisschen laggy, habt ihr gesehen? So minimal laggy war dort am Start.
Aber da kriegen wir trotzdem geregelt. Ja, komm, hol den Buff raus, wenn du Bock hast. Maste ist in Ordnung. Da kommt mein Schwadder, der gönnt sich auf jeden Fall. Dankeschön. Der gönnt sich den Scheiß auch, das gefällt mir. Eieieiei. Da habe ich dich, mein Jungspund, wa? Ich weiß halt, wie es funktioniert. Ich bin ein alter Pedoschlingel hier in dem Game. Und ich weiß es, du kleiner Zipfelklatscher. Ich weiß, dass ich dich jetzt habe. Und DJ and Friends bringt nichts. Holy shit, also wie viel Direct Damage könnte noch rausfallen, aber trotzdem, Leute, GG. Da gibt es einen Kuss auf die Nuss von mir für ihn. Es ist ein Sieg, wie es sein muss. Endlich. Endlich haben wir es gepackt. Ja, einen gestern hier verkackt. Aber weißt du was, Mal ist ja nur einmal im Jahr, von daher scheißegal. So kurz hier gegönnt, Stachel und Heilung, alles gleich, jetzt nicht die geilste Kacke, aber Wurst. So kurz die Gratiskiste hier gönnen, die man kennt. Der Lars gönnt sich immer nur Sachen, Affenpirat, das Upgrade des Todes. Was haben wir hier? Ja, Riesenwachstum, das gefällt mir, der Eisgolem ist auch am Start. Ebenso können wir die Goldkiste uns gönnen. Ja, Goldkiste, oh ja, Riesenwachstum, muss es sein, gefällt mir. Und im Shop haben wir natürlich wieder 1 Milliarde Money in the Hood, das heißt, wenn man Geld scheißen kann, einfach ne, hinten rausballern, wie auch immer, dann kann man sich für 750 Gems das hier gönnen, aber sonst, ja, der Phönix ist am Start und der Goldberg mit dem Jackhammer, man kennt's. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir kurz nochmal, oh, was haben wir hier? Die Meisterschaft startet, ein sehr, sehr geiles Emote, das habe ich schon mal gesehen irgendwo, ist schon ein bisschen älter. Aber trotzdem, not bad, not bad, not bad, not bad. Ich bin gespannt, ob wir dafür gewappnet sind und das packen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen reintryen, aber ich glaube, so also wirklich weit. Obwohl, ich bin Pro-Gamer. Ich bin gelernter Pro-Gamer, von der passt es. So, also, unser entfesseltes Dämon-Deck ist am Start. Und ich bin gespannt, ob das Deck auch noch funktionieren kann. Ich glaube, der wird genervt, deswegen pushen ihn trotzdem. Leute, raus mit dem Geld. Money, 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 hochgepusht. Level 5, so wie es sein muss. Oh, wir füllen uns kurz. Genau wie das hier. 20.000 Gold, Leute. Scheiß doch drauf. Scheiß die Wand an. Und zwar mit dem Sprühschiss. Dann ist mir Wurst. Raus damit. Schönes Upgrade. Nessus am Start. Jetzt haben wir den Riesenwachstum auf Level Nummer 11. Plus den entfesselten Dämon. Also das war das Deck damals, was so mega OP war. Und ich glaube, dann wurde der entfesselte Dämon genervt. Und ich bin gespannt, ob es trotzdem irgendwie funktioniert. Komm, let's go. Let's fucking go. Lasst uns zerstören. Richtig hart, bitte. Richtig hart zerstören. Natürlich ist der Eisgolem. Also wenn es ein Eisgolem kommt, haben wir richtig verkackt. Bei der Eisgolem ist der ultimative Shit. Ist der schon mal down? Ja, geswitcht. Interessant. Na gut, den drauf. Plus. Noch einen. Er hat halt noch einen. Dein Ernst? So, mal kurz den hier. Glaube ich schneller. Na, ich glaube schon eher schneller. Oder? Wir sind schneller. Gefällt dir Castle Crush aber sowas von nicht? Nein, natürlich. Normalerweise schon. Die Nachricht ist nervig. Ich glaube, man muss einmal Ja drücken. Habt ihr das gesehen? Wir sind einfach schneller am Rushen. Ah. Interessant. Das hat jetzt ein bisschen lucky, aber es sind diese richtig fixen Games. Holy shit. Das hat geschmeckt. Lecker, lecker, lecker. Schön, schön, schön. Das war jetzt ein geiles Ding. Ah. Schön, schön. Da auch wieder ein Schlückchen. Prost. Ah, war das schön. Man sieht schon, die Gegner sind eingewichst. Was? Eingeschüchtert. Die haben Angst. Die wissen, der Lars ist am Start und er rasiert doch ziemlich böse. Da hat man halt keinen Bock. Ja, komm, geh jetzt weg. Ich will jetzt hier ein Game. Nicht so lange suchen. Nicht so lange schnacken, Kopf in den Nacken. 3 Sekunden. 3. Los, jetzt. Dankeschön. Der Fakko. Der alte Ficker ist am Start. So, entfesselten Dämon direkt auf der Hand. Schmeckt mal wieder. Schmeckt richtig gut. Lecker, lecker, lecker. Let's go. Dämon kommt. Ja, er bekommt nur den. Er bekommt nur den. Hat er verdient. Hand ist voll, deswegen kommt der Scheiß hier weg. So, kurz einen Buff drauf. Sehr schön. Ich hätte jetzt gerne noch einen Heal, damit ich ihn ein bisschen am Leben halten kann. Oder ich mache den hier. Bitte kein Golem, bitte kein Golem, bitte kein Golem. Ich sage extra, bitte kein Golem. Was bekommt er? So. Den drauf. Oh, ich hab den hier gedrückt. Habt ihr es gesehen? Ich hab ihn kopiert, scheißegal. Aber habt ihr es gesehen?
Ich hab es gedrückt. Aber sowas von. Das ist doch Verarsche. Das ist eine ultimative Verarsche. Aber trotzdem. Funktioniert das immer noch mit dem Deck? Irgendwie sieht es gerade so aus, ne? Es sieht so aus, als kann es immer noch funktionieren. Also entweder... Ich halte mal kurz. Habe ich gerade Luck? Hey, das ist halt das Problem, was ich meine. Wenn sowas kommt. Das kann böse sein. Wir freezen auch mal hier. Das kann einfach böse sein, weil... Durchgehend gefreezed. Eine Einheit. GG. Makelloser Sieg. Ach, was denn sonst, Leute? Die ultimativen krassen Programmer, die wir halt eben sind. Man muss halt einfach sagen, wir sind halt schon krass. Jeder, der meine Videos schaut, der muss halt krass sein. Meine Community und ich sind einfach die krassesten von allen. Und ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ein bisschen Luck. Wir müssen jetzt hier einen auf den Sack bekommen, damit das Deck nicht funktioniert. So, wenn der einfach down ist. Und wenn der down ist, haben wir eh verkackt. Also wenn der entfesselte Dämon immer verreckt. Muss man halt immer aufpassen. Ich habe vorher gedrückt. Es dauert immer eine Millisekunde, bis die Karten ja durch sind. Und dann kann der Blitz. Das war scheiße. Das war mega scheiße. Das hat man schon gesehen. Kann passieren. Kann einfach passieren, aber so ist es. So ist es nun mal. Schade. Jetzt brauchen wir ein Riesenwachstum. Ein Riesenwachstum. Gut gemacht. Ich weiß. Dankeschön. Geil. Die Chance war sehr gering, ich habe es trotzdem bekommen. Die Chance war super gering und ich habe es bekommen. Er hat ein bisschen... wir haben was weg. Und zwar das. Wir bekommen einen Heal, gefällt mir. So, Heal ist drauf. Wir hauen nochmal Pfeile weg. Halt mal Freeze bereit. Ja, es ist, wir haben einen, der groß ist, aber... Alles auf einsetzen könnte hart werden, aber ist trotzdem scheißegal. Einer ist am Start, scheißegal. Das machen wir dies hier. Und kurz den hier rein. Er freeze, ich freeze, wir freezen alle. Er kopiert den Drachen. Er kopiert dies. Scheißegal. So, da kommt der Heal. Egal was er kopiert, kann er machen. So, wir buffen den nochmal hoch. Hier freezen wir wieder. Ja, 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 ja. Oh, das ist böse. Das Deck ist böse. Ich würde mich ärgern. Ich würde mich sehr ärgern. Ich würde mich ärgern. Ich glaube, er ärgert sich auch. Obwohl es ein scheiß Start war und wir den Riesenwachstum rausgeknallt haben und er im gleichen Moment geblitzt hat, haben wir trotzdem ihn vernascht. Es funktioniert scheinbar doch noch und ist immer noch ziemlich OP. Natürlich später oben bestimmt nicht, aber jetzt, eieiei. Das fiese Deck mal wieder ausgepackt. Und es funktioniert. Das ist schon krass. Weiter geht's. Weil dieses komische, wenn man einen droppt, dass dann der nächste mehr Mana kostet, das ist halt neu. Ne? Das kennt man ja nicht. Wo ich das gespielt habe, mit dem, wo der angefangen ist, wo er rauskam, gab es das halt noch nicht. Jetzt ist es halt da. Ist es ein Rusher? Ich hau mal das weg. Weil wenn es mehr auf Melee bzw. mehr Rush geht, bringen halt die Pfeile mehr. Ja, ist schon. Ein bisschen größer mal an den Kollegen hier. So, einmal. Oh, bitte kein Golem, bitte kein Golem. Dankeschön. Schön, mit dem Riesenwachstum kopiert. So muss es sein. Kommt der Scheiß. Komm. Machen wir das Gleiche. Machen wir das Gleiche. Kennen wir nichts anderes. Kurz den Heal noch drauf. Oder um. So. Ja, ich habe Pfeile. Alles in Ordnung. Ich habe Pfeile. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Doppelpfeile am Start. Nächsten Riesenwachstum kommt. Machen kurz den hier. Kurz den drauf. Ja, mein Freund. Es tut mir leid. Don Schmelzo. Sorry, Bro, aber... Gewonnen. Der Metamorph geht immer durch. Warum? Weil wir ihn vernascht haben. Oh Gott. Ja, es ist immer noch böse. Es ist böse. Aber es macht auch Spaß. Es ist ärgert wohl mega krass bestimmt gerade die Leute. Aber trotzdem. Elton. Ich hoffe, jetzt verkacke ich. Weil ich will es dir nicht antun. Aber ich glaube...
Kuss kommt. Fang in der Mitte an. Richtig riskant. Mitte ist immer richtig riskant, finde ich. Ich weiß nicht wieso. So, jetzt gerne den doppelt drauf und Metamorph. Dann läuft der Hase. Feuer weg. Scheißegal, mal ist noch einmal mehr. Deswegen weg damit. Aber er lief doch nicht direkt deswegen. Das wäre halt schon nein. Nein. Leute. Das macht er nicht. Kurz hochbuffen den Kollegen hier. Boots. Jawoll. Schön schmackhaft. Elton. Du kleiner Zipfelklatscher. Hab ich dich, wa? Da hab ich dich. Krieg noch einen zweiten durch. Na klar, hier, guck mal. Boots, genauso ein großer. Und Sieg. Ja, ja. Ja, 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 ja. Was geht fix? Wir steigen gerade ziemlich schnell. Was war mein Pokalrekord? Ich glaube, der war 4.394. Das ist ein Deck, was man auch bei einer Herausforderung spielen kann. Sicherlich. Räusper, räusper. Leute, ich würde mal sagen, das war es dann von diesem schönen Part. Ich werde bestimmt sicherlich noch andere Alt-Decks spielen, weil ich Bock habe. Oldschool, früher war es ja schon ziemlich geil. Natürlich auch neue antesten und wir werden später natürlich auch dieses Meisterturnier spielen. Ja. Ich bin gespannt. Tipps, Vorschläge, was auch immer. Und Frozen Deck werde ich auch noch spielen, was du in die Kommentare geschrieben hast. Deswegen, ne? Ganz ruhig bleiben. Und wie gesagt, danke für jeden Kommentar. Danke für jeden Like. Ihr seid ein Haufen super nicer Boys. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.